Was geht's, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush for the Vegetinnen. Zurück bei Let's Play Sparkle Galactic Chester 3. Wir machen weiter beim Postgame. Wo wir wieder aus der Sicht von Spark und Float und den Reaper Chester inklusive Fark noch einmal und deren Fusion Sparks oder wie auch immer. Jedenfalls, ja. Bestreiten wir tatsächlich wieder Levels vom letzten Teil. Und weiter geht's nun mit Castella Blanca. Also wir werden wahrscheinlich hier alle Level nochmal spielen. Ich mache das jetzt halt nochmal so, weil vielleicht schalten wir dadurch etwas frei oder es gibt einen speziellen Boss mit dem Ganzen. Oh, ich erinnere mich, hier gab es solche Geister, ne? Ja, dann ist das hier der perfekte Level für unseren Reaper Chester. Ja, tatsächlich. Ja, der hat mich von hinten erwischt. Und wieder klingt das ein bisschen falsch. kann man die überhaupt... Nee. Oh Gott, also heute stelle ich mich wieder ganz schön an. Ich würde einfach nur den Geistern versuchen auszuweichen. Dann passt das schon. So. Das war auf jeden Fall auch eine sehr interessante Stage. Einfach hier durch dieses Spukschloss oder... Was man überhaupt als Schloss bezeichnen kann. Sieht ja aus wie ein Naturgarten. Bitte. Mach keine Homing Attack in die falsche, irgendeine falsche Richtung. Obwohl. So, schauen wir mal, ob ich dann wieder zurückkomme. Ja, zumindest von unten her. Dann passt das. Oh. Nein, wir haben wieder einen anderen Bereich hier. Okay, ja, hier bin ich stehen geblieben. Zuletzt geht's jetzt hier weiter. Und genau. Bin hier geportet. Stellt sich jetzt die Frage, ist jetzt hier das Schloss wieder umgedreht? Ist es halt wieder wie bei Hank Castle? Inspiriert einen Hank Castle aus Sonic Heroes? Hm. Ich glaube, beim letzten Mal ist mir das nicht so aufgefallen. Ich weiß nicht, ist das Schloss überhaupt umgedreht oder ist es einfach nur eine Teleportation? Weil ich meine, hier gibt es natürlich Bereiche, die ein bisschen an Hank Castle erinnern. Das ist wohl von der Hand zu weisen. Also, das ist schon klar, Klosbrühe, aber. Wie komme ich da jetzt? Oh, hier ist ein Wandsprung, Areal. So, und wieder voll mit Energy. Rock. Ah, shit. Hätte ich vielleicht blocken können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, toll. Da muss ich auch noch falsch an mich ergehen lassen. Denn damit? Naja, ich glaube, man soll es einfach nicht berühren, das ist alles. Nein, diesmal nicht. Ich glaube, im zweiten Teil gab es auch noch nicht solche Fallschäden, ne? Ja, da müsste ich für eins meiner Videos, müsste ich dieses Video mit den Level nochmal mir angucken dafür, um das festzustellen, weil es war schon eine Weile her, seitdem ich den zweiten Teil gezockt habe. Aber ich meine, ich könnte das jetzt auch unterwegs in Urlaub spielen oder so, dank des Steam Decks. Ich meine, gut, ich könnte das auch meinen Laptop in meinen Urlaub mitnehmen. Dann kann ich auch an den ganzen Games zocken, aber... Ich meine, vielleicht wäre es auch gut, wenn ich es wieder nachholen könnte, weil leider Gottes habe ich auch die Spieldaten vom zweiten Teil verloren, nach einem weiteren Upgrade. Ich weiß nicht, ich konnte die einfach nicht übertragen, aus welchen Gründen auch immer. Oh, und hier bildet sich erst noch ein Weg. Oh,
Kann ich da nicht weiterlaufen? Oder wie? Nee, geht nicht. Oh, shit. Ach. Ich dachte, ich könnte vielleicht doch einen Looping bilden und dadurch einen geheimen Pfad bilden oder was auch immer. Das hätte ich lieber sein lassen sollen. Ich sollte einfach hier weiter. Nein, kannst du knicken, Freundchen. Aber es ist schon wirklich ein interessant gestalteter Level, wenn man das so zurückdenkt. Ich hoffe, wir finden dann bald raus, was den Zweck es hat, dass man hier nochmal die ganzen Level nochmal spielen kann. Vom zweiten Teil. Da waren vorher schon noch euer Eigen, was Eigenes. Und jetzt hier in der Engine von... Obwohl, das ist eigentlich dieselbe Engine wie Spark 2. Aber jetzt mal eher im Stile von Spark 3 nochmal alle Level hier spielen. Oder dem ohne die zusätzlichen Verwandlungen, die man da freischalten konnte. Oh ja. Ich hoffe, das war richtig so? Nein. Naja, was ich hier vermisst, es sind halt, das ist praktisch der Ersatzverwandlung, aber es sind halt wieder weniger Verwandlungen als vorher. Als man vorher schon hatte. Weil schon im zweiten Teil hat man weniger Verwandlung gehabt als im ersten Teil. Und jetzt gibt es ja noch weniger davon. Nein! Ah, shit. So, jetzt aber. Und tschüss. Oh, Moment, was? Ach, das bringt dann wieder zurück, dieses Wasser? Okay. Dann weiß ich, darf ich es dabei nicht berühren. Na toll. Muss ich dort wieder runterspringen. Okay, dann berühren wir das lieber nicht. Hm. Versuchen wir da durchzukommen und es zu berühren. Wie wär's, wenn wir da mal da hochgehen? Ja, das ist wieder ein längerer Level. Ich glaube, wir werden heute jetzt... Oh, shit, hey! Ich glaube, wir werden jetzt hier... wahrscheinlich in diesen nächsten... von den Videos wieder weniger davon spielen können. Ich frage mich, ob dann auch die Bosse hier wieder vorkommen. Oder zumindest es keinen Boss gibt. Wie gesagt, ich bin... Ich spiele deswegen... So macht es mir nichts aus, das jetzt hier spielen, mit euch noch zu spielen nochmal. Nein. Kannst du knicken, Freundchen. So, wo lang jetzt? Ah, hier. Bitte. Ach, da muss ich hoch, oder was? Ja. Muss ich... Oh. Bist du was Größeres wieder. Obwohl du genauso groß bist wie die Glanzkleinen hier. Ja, und runter mit dir und weg. Nope. Kannst du voll knicken hier. Und hier wieder check the point. Und hier rüber. Kommen wir in eine Speed-Sektion. Yeah! Gehen wir wieder ab hier. Oh. Oh, shit. Diese Geisterstationen. Oder was auch immer. Nein. Die ziehen wirklich gut auf einen.
Hier ist es, wenn wir in Bewegung bleiben. Dass wir ihn nicht erwischen. Ah! Was zum... Oh, da falle ich einfach durch das Loch. Also durch den Spalt hier. Ah! Beschissen war das jetzt gerade. Toll. Habe ich mich gerade getäuscht, sind die Gegner gerade nicht gespawnt. Die habe ich ja gar nicht bekämpft, die habe ich ja ignoriert. Sogar alle Hindernisse sind nicht mehr, sind... Ah, shit. Uff. Ja, okay. Die sind noch da. Aber alle anderen, die ich aktiviert habe, sind alle weg. Ja, darauf hätte ich hingehen müssen. So. Hätte ich es vermeiden können, abzustürzen. Na, okay. Was soll's. Aha. Es sieht mir ja nach... Geht es da runter? Weil... Sieht mir ja nach einer Falle aus. Na gut. Oh, ich hätte da... Oh, scheiße, ja. Kann ich da nicht irgendwie... rennen? Ah, shit. Nun, ich kann mich zumindest da festhalten. Ich hätte da runterrennen müssen. Zumindest hier unten ist jetzt das Ziel. Und durch stetige Sprünge kann ich Fallschaden vermeiden. Okay, ich meine, das haben wir auch freigeschalten. Na schön. Ja, zum nächsten. Shantoria Town. Dann mal los. Was war das hier nochmal für eine Stadt hier? Gab es auch viele Secrets. Man konnte da wirklich, ja, stimmt, ich erinnere mich, als Sammelgegenstände gab es ja diese, Disketten. Richtig. Dann erinnere ich mich noch. Da waren, glaube ich, Daten für Galerie drin oder so. Und hier haben wir wieder ziehsohne Laser fallen. Wow. Ich glaube, wir wechseln mal wieder auf Fark. Dass er mal wieder die Rolle bekommt. Oh! So. Jetzt geht's wieder ab in Speed. Oh! Okay. Alles gepasst. Oh shit, oh. Hey, bleib doch da oben, verdammt. Okay. Okay, so komme ich hoch. Wo ist er? Ah, der andere ist runter. Das ist doch gut so. Nein! So, jetzt. Oh. Und wieder besonders große Spackos hier. Hab ich denn nicht... Ja. Nein, nicht mit mir, Freundchen.
Nein? Hehehe. Oho, gut gekontert hier. Und zack, wow! Oh shit! Dass der so einen Angriff auch noch reinsetzt. Ach, come on! Wird schon zu früh geblockt! Diese Angriffe kommen ein bisschen zu früh. Oh shit. Ja toll, da wäre ich ja nicht zu langsam gewesen, aber trotzdem sagt die Hitratte, nein, du bist nicht getroffen worden. Na schön, nimm das mal so hin, ne? Da gab es einen alternativen Pfad, nehme ich mal, ne, dann nehme ich den auch mal. Fast schon so wie ein Spark 2 Mod für Spark 3. Muss doch mal gucken, ob es überhaupt Mods für die beiden Spiele gibt, weil, also für alle drei Spiele, weil bislang weiß ich nichts davon. Ah, shit, hat mich das für ein Radar erwischt. Wo schlägst du eigentlich hin, ne? Nope. Ach, ignorieren wir den. Lass mal ein bisschen Schattenboxen betreiben. So. Dann ist Fullspeed hier durch. Oh. Und. Ah, da sind wir aber schnell im Ziel angelangt. Nice. Aber leider ja kein. Ja, was soll's. Anscheinend bin ich auch nicht zu schnell genug dafür, hä? Gut. Das Spiel meint. Technoria City. Auf den Weg nach Technoria City. Na dann. Machen wir auch gleich die Fusion wieder. Okay, dann mal los. Ach, auch die Stage ist mir leider nicht so in Erinnerung geblieben. Wie schade, weil das sieht cool aus. Oh, hier werden ständig Gegner respawnt bei der bei dieser Platte, ne? Die sind immer so winzig klein, dass ich sie mit den größeren Gegnern immer wieder verwechseln muss. Also mit den kleineren Gegnern verwechsle. Nur, dass ich nicht daran denke, dass diese mit mehr, nicht bloß mit einer Homing Attack zu killen sind. Oder einen einzigen anderen Angriff. Ach ja, da gab es auch keine solchen Hilfs-Trampoline. Da erinnere ich mich noch. Das spawnt immer wieder, das bringt nichts. Da musste man wirklich gut aufpassen, dass man es gut timet. Aber manchmal klappt es auch nicht so wirklich. Ich wollte nur, Mann! Ich wollte nur einen Pfad mal wechseln. Dass es für Spark eine Werbekampagne gab für seine Schuhe. Okay, hier lang. Oh, muss ich wieder dadurch? Alter. Bin ja aber sehr weit zurückgeworfen worden. Gehen wir mal hier lang. Oh ja, haben wir wieder ein paar richtig große.
Wo sind wir jetzt hier? Hier gibt's laufende Förderbänder und das vibriert mein Controller wie verrückt. Oh! Yes, baby! Immerhin eins! Ich doch immer wieder gern. Und schön weiter hier. Nach links mal. Aber es ändert eh kaum was. Naja, vielleicht gibt es auch hier und da mal alternative Wege. Oh shit. Okay, hat gepasst. Sehr schön. Die auch deutlich mehr bringen. Das ist nur eine Abzweigung. Oh shit. Was zum Hell? Springst du etwa? Was ist mit dir falsch? Und du blöder möchte gern Mike Tyson, verpiesel dich. Ich muss hier rauf, ja. Na komm. Dankeschön. Da hat er mir ja geholfen, hochzukommen. So viele Gegner, ey. Und so wenig Zeit. Wow. Und da ist das Ziel. Wir sind gleich da. Nice one. Okay, ein Level können wir den Part noch machen. So, Terminal Dragoon. Das war jetzt aber kein Boss, oder? Das ist ein Level, ja, ich hab's auch gerade gesehen. Bei den Sammelgegenständen. Oh ja, das war diese... Au. Das war dieser Zuglevel. Oh shit. Und hier wimmelt's nur so von meinen Stachelfallen. Oh, und Laser dazu. Oh. Das war sau eng. Ich mag Züge. Naja. In dem Fall würde man sie eher hassen. Oh Gott. Ich erinnere, dass das manchmal ein bisschen hakelig gewesen ist, aber hier funktioniert das wirklich deutlich besser. Kann man richtig abgehen, aber ich glaube auch die Physik sind ein bisschen anders, weil... Ja. Ah! Ja, wegen dem stetig fahrenden Zug. Dadurch ist es auch ein bisschen schwieriger hier zu steuern. Wo? Ah, shit! Meine Laserkette bei diesem Dash-Ring. What the hell? So, also echt gemein. Oh, shit. Oh, shit. Huhu! Ich weiß gar nicht, warum ich mir hier Sorgen gemacht habe. Das ist doch einfach, das war doch jetzt gerade Pipifax. Na komm, hoch da. So. Oh, shit. So, gehen wir mal hier hoch. Checken hier die Lage. Und das ist auch eine gute Idee. Yes, baby. Oh, mein Gott. Man kann nicht mit dem Sprung noch etwas.
Oh, shit. Abfedern. Oh, shit. Boah. Das kann man besser machen. Ich muss einfach hier nur gucken, dass ich hier nicht aus der Bahn gerate. Nicht aus der Bahn geraten, Mann. Muss da die Geschwindigkeit beibehalten, um diese Gravitation hier beizubehalten. Mein Gott, ey. Oh, was sollte das jetzt? Trifft dich das so extremst ab, oder was? Oh! Einfach mal mitten auf dem Weg. Ja, warum nicht? Danke. Oh, shit. Oh, Mann. Viel zu viele Laser fallen hier. Oh ja, und hier gilt es, den Roboter zu stoppen. Der war hier ein Boss. Aber ich glaube nicht, dass wir den hier bekämpfen. Wir bestreiten einfach nur die normalen Level, ne? Ja. Ja, es gibt einfach nur die Level hier. Den Boss, die Bosse selbst gibt es nicht. Es muss doch irgendwas am Ende dafür geben. Aber das finden wir dann ab dem nächsten Part heraus. Und wem mal Geld, wenn es dir gefallen wusste, diese Bestimmung sei es. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Und dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Also seid gespannt. Klickt wieder rein. Euer Schwulifikett hinein. Bis nächsten Part von Let's Play Spark the Electric Chester Free. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leutchen.